Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute sind die neuen Cameo vs. Chick Herausforderungen herausgekommen. Ich werde euch jetzt alle Challenges zeigen, die etwas mit dem Angeln zu tun haben. Und zwar sind das zwei Stück. Die erste ist, dass ihr an verschiedenen Orten Items angeln müsst, an denen solche Angelverbotsschilder stehen. Eins davon ist hier nördlich von Slurpee Swamp, da wo der Fluss von Weeping Woods rauskommt. Hier bekommt ihr auch direkt eure Angeln und dann müsst ihr eben halt einfach ein Item fischen. Der zweite Spot ebenfalls in Slurpee Swamp ist hier an der westlichen Seite von Slurpee Swamp, hier am Ausgang, unten beim Boot. Der letzte Spot, den ihr dafür braucht, befindet sich hier südlich von Slurpee Swamp an dem Ausfluss. Hier auch wieder ein Item angeln und dann habt ihr die Challenge. Wenn ich hier gerade zur nächsten Stelle fliege, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir ab 18 Uhr wieder den Cup spielen. Und die nächste Challenge ist, dass ihr an drei Orten, einmal dem Lake Canoe, dann an diesem Teich doch einen Fisch angeln müsst. Und dann bei Lazy Lake. Den ersten Spot findet ihr hier östlich von Holy Hatches. Bei dem kleinen Teich, nicht bei dem großen Teich, der da oben ist. Und hier müsst ihr Fische angeln. Das heißt nicht wie vorher irgendwelche Items angeln, sondern irgendeinen Fisch. Den Lake Canoe findet ihr hier zwischen Dirty Dogs und Retail Row an dem großen See. Hier hatten wir auch, glaube ich, schon vorletzte Woche eine Challenge. Und da müsst ihr hier in irgendeiner der Fishing Spots ein bisschen angeln, denn dort bekommt man eigentlich fast immer Fische raus. Dann habt ihr den zweiten Spot auch schon. Den letzten Spot findet ihr hier eben halt neben Lazy Lake, wie der Name schon sagt, denke ich mal, sollte man easy finden. Und dann müsst ihr hier am besten in diesem See angeln, sollte auch eigentlich ganz gut möglich sein. Hier findet ihr auch nochmal zwei ganze Kisten mit Angeln. Dann habt ihr diese Challenges auch schon abgeschlossen. Die weiteren Videos zu den restlichen Challenges folgen noch. Zwischendurch kommen natürlich noch ein paar Challenges, die selbsterklärend sind. Dazu werde ich kein Video machen. Aber zu allen Such-Challenges werde ich auf jeden Fall noch Videos machen. Die werden im Laufe des Tages noch online kommen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder Stream wieder. Bis dahin, ciao.